Welches war das größte Raubtier des Jura? Wer jetzt Allosaurus, Torvosaurus oder Saurophaganax antworten will, liegt falsch. Und selbst Pliosaurier haben diesen Titel nicht verdient. Die korrekte Antwort lautet Temnodontosaurus, einer der größten Ichthyosaurier. Wie groß dieses beeindruckende Tier war, wie es gelebt hat, wie es sich entwickelte und vieles mehr werden wir uns in diesem Video ansehen. Aber zuerst müssen wir zurück zum Anfang gehen. Also ganz zum Anfang. Um das mal in einen Kontext zu bringen, 1842 hat Sir Richard Owen den Begriff Dinosaurier erstmalig eingeführt, wobei Megalosaurus als erste Nicht-Vogel-Dinosaurier-Gattung 18 Jahre vorher, 1824, benannt wurde. Jetzt gehen wir aber nochmal 13 Jahre zurück, ins Jahr 1811. Hier findet der 15-jährige Joseph Anning den Schädel eines unbekannten Tieres. Seine jüngere Schwester Mary versucht, den Rest des Skeletts zu finden, was ihr wenige Monate später gelingt. Die Familie Anning ist arm und Mary versucht, Geld durch das Verkaufen von gefundenem Strand gut zu verdienen, wobei dieses Skelett ihr eine ganze Menge einbringt, zumindest für sie. Der Fund wäre aber in Wirklichkeit deutlich mehr wert gewesen, denn er sollte das komplette Verständnis der Menschheit über die Welt für immer verändern. Der Fund wanderte jedenfalls durch so einige Hände, wobei er auch ausgestellt wurde. Die Idee, dass Tiere aussterben, kam damals gerade auf, war aber sehr kontrovers, denn zu dieser Zeit glaubte noch jeder, dass Gott die Erde erschuf, so wie es in der Bibel geschrieben steht, und dass alle Tiere ein Teil seines perfekten Werkes seien. Der Gedanke, dass etwas Perfektes von Gott ausstarb, war für viele undenkbar. Doch da war nun der Beweis. Überreste von einem Tier, welches nicht mehr unter uns weilte. 1822 wurde der Art der Name Ichthyosaurus platyodon gegeben. Ein riesiges Meeresreptil wie der Ichthyosaurus war bis dahin etwas, was noch niemand gesehen hatte und es wurde schnell zum beliebten Gesprächsthema für Debatten. Schließlich wurde der Begriff Paläontologie im Jahr 1822 eingeführt, also vor so ziemlich genau 200 Jahren. Diese Wissenschaft erlangte rasant an Popularität, da es etwas komplett Neues war. Dass all diese Wissenschaftler das Ganze einem 12-jährigen Mädchen zu verdanken hatten, gab sie allerdings nicht zu. Es wurde aber schon vermutet, dass es möglicherweise noch ein zweites Meeresreptil gab, den Plesiosaurus. Die erste Person, die ein Fossil von diesem Tier fand, war erneut Mary Anning. Sie hat außerdem den ersten Pterosaurier außerhalb von Deutschland entdeckt, genau wie die Coprolithen. Alles extrem wichtige Funde für die Geschichte der Paläontologie. Sie verkaufte allerdings alles an Paläontologen, da sie und ihre Familie das Geld brauchten. Wenn die Funde dann ausgestellt waren, wurde sie als Entdeckerin nicht erwähnt. Denn Mary Anning war eine Frau. Im 19. Jahrhundert. Im Vergleich zu anderen einflussreichen Paläontologen geriet sie in Vergessenheit und das, obwohl es Paläontologie ohne sie niemals gegeben hätte. Gehen wir aber mal zurück zu ihrem ersten Fund, dem Schädel, den ihr Bruder gefunden hat, sowie das Skelett von ihr, Ichthyosaurus platyodon. Diese Art wurde ungefähr 9 bis 10 Meter lang, also ein wirklich beeindruckendes Raubtier. Die Gattung wurde allerdings 1889 von Richard Lüdecker in Temnodontosaurus umbenannt. Zu dieser Gattung werden inzwischen sehr viele Arten gezählt, wobei es eine Zeit lang so war, dass viele Ichthyosaurier einfach zu der Gattung gezählt wurden, ohne großartig darüber nachzudenken. Es ist demnach durchaus möglich, dass viele der Temnodontosaurus-Arten sich in Zukunft als eigene Gattungen herausstellen werden. So wie die Gattung aber zurzeit aussieht, war sie sehr divers, mit Arten in allen möglichen Größen. Für 20 Millionen Jahre, von vor 200 Millionen Jahren bis vor 180 Millionen Jahren, waren diese Tiere in Europa weit verbreitert. Man hat viele Fossilien in England, Frankreich, Luxemburg und Deutschland gefunden. Die Gattung war also durchaus erfolgreich. Aber wie hat sich dieses Tier überhaupt entwickelt? Nun, der genaue Verwandtschaftsgrad von Ichthyosauriern zu anderen Reptilien ist ein ziemliches Mysterium. Wir wissen aber, dass sie von Landtieren abstammen aufgrund von Carthorhynchus. Das war der älteste bekannte Verwandte der Ichthyosaurier und er lebte semi-aquatisch, ähnlich wie eine Robbe. Er war also eine Zwischenform zwischen Ichthyosauriern und ihren unbekannten an Land lebenden Vorfahren. In der frühen Trias eroberten Ichthyosaurier dann schnell die Meere und wurden zu einer extrem diversen Gruppe. Über die Trias hinweg gab es sie in vielen verschiedenen Größen und Formen, darunter auch Giganten wie der Himalayasaurus. Doch durch das Massenaussterben am Ende der Trias verschwanden die meisten von ihnen. Übrig blieben nur die, die im offenen Meer lebten. Doch während des frühen Jura waren diese Tiere erneut die dominanten Tiere ihrer Ökosysteme und einer von ihnen war Temnodontosaurus. Die Größe des Temnodontosaurus variiert von Art zu Art. T. Eurycephalus hatte zum Beispiel die Größe eines weißen Hais. Die größten Exemplare sind allerdings stark fragmentiert, es handelt sich dabei nämlich nur um einzelne Wirbel. Der Paläontologe Darius Nau hat basierend auf einem 9 Meter langen Exemplar die Größe dieser Tiere berechnet. Wie ihr hier sehen könnt, wird dabei das größte Exemplar auf ganze 16,1 Meter Länge sowie 21,2 Tonnen Gewicht geschätzt. Natürlich ist es bei so stark fragmentierten Überresten schwer zu sagen, wie sicher diese Schätzungen sind. Aber Wirbel sind als
Basis für so etwas mit am verlässlichsten und Darius ist auf die Paläontologie von Wirbeln spezialisiert. Diese Größenordnung ist demnach also nicht unwahrscheinlich. Allerdings braucht man solche Berechnungen gar nicht, um zu wissen, dass dieses Tier zu den größten Raubtieren aller Zeiten gehörte. Denn man hat mehrere riesige Skelette gefunden, die anders als diese einzelnen Wirbel sehr gut erhalten sind. Das Naturkundemuseum in Stuttgart hat gleich eine ganze Sammlung von vollständigen Temnodontosaurus-Skeletten, die teilweise um die 10 Meter lang sind. Und erst kürzlich, im Januar 2021, wurde im Vereinigten Königreich der sogenannte Rutland Sea Dragon gefunden und über die letzten Jahre ausgegraben. Es handelt sich hierbei um einen 10 Meter langen Temnodontosaurus und den größten Ichthyosaurier, den man jemals in Großbritannien gefunden hat. Und genau wie bei den Exemplaren in Stuttgart ist nicht nur die Größe, sondern auch der Zustand des Skeletts bemerkenswert. Wie Temnodontosaurier lebten, war erneut zwischen den einzelnen Arten sehr unterschiedlich. T. arceguensis hatte zum Beispiel eine sehr dünne Schnauze, die dafür gemacht war, kleine Tiere wie Fische zu jagen. Der Schädel von T. eurycephalus auf der anderen Seite war extrem massiv und gehörte definitiv zu einem Raubtier, welches es auf große Beutetiere abgesehen hatte. Aber wie sah es denn bei den großen Vertretern aus? Man dachte lange, dass riesige Ichthyosaurier wie Schonisaurus quasi das mesozoische Äquivalent zu Bartenwein waren und lediglich kleine Fische fraßen. Inzwischen wissen wir aber, dass sie vielmehr gigantische Krokodile mit riesigen Zähnen waren und große Beutetiere erlegten. Bei Temnodontosaurus war man sich allerdings schon immer ziemlich sicher, dass er ein Raubtier war. Temnodontosaurus bedeutet Schnittzahnechse und dieser Name ist Programm, denn diese Tiere hatten messerscharfe, gezackte Zähne, so ähnlich wie Haie und fleischfressende Dinosaurier. Die meisten anderen Makroraptoriae und Ichthyosaurier hatten eher dicke Zähne, die dafür gemacht waren, Beutetiere mit roher Kraft auseinanderzunehmen, also eher wie Tyrannosaurier. So ähnlich hatte sie auch der bereits erwähnte Temnodontosaurus eurycephalus. Wie gesagt, diese Gattung war sehr divers. Die scharfen Zähne der großen Arten machen sie allerdings nicht einzigartig unter Ichthyosauriern. Während der Trias lebte nämlich schon Thalattoarchon. Dieser Ichthyosaurier war mit einer Länge von 8,6 Metern auch nicht gerade klein und genau wie Temnodontosaurus hatte er messerscharfe Zähne für das Erlegen von Beutetieren. Temnodontosaurus war zu seiner Zeit wahrscheinlich der absolute Spitzenprädator, der das Ökosystem dominierte. Gejagt hat er vieles, von Fischen über Ammoniten bis hin zu Meeresreptilien wie Plesiosauriern, frühen Verwandten von Krokodilen und kleineren Ichthyosauriern. Man hat all diese Tiere nämlich oft an denselben Orten wie Temnodontosaurier gefunden. Sie lebten also zusammen und als Spitzenpredator konnte der gigantische Ichthyosaurier auf sie alle Jagd machen. Der Lebensraum von Temnodontosaurus war wohl das offene Meer, weit entfernt von den flachen Küstengewässern. Dank seines flexiblen Körperbaus konnte er sehr schnell und wendig schwimmen, was ihm die Jagd natürlich erleichterte. Von seinen Sinnen war wahrscheinlich seine Sicht am wichtigsten, denn er hatte die größten Augen von allen Tieren, die jemals existierten. Damit konnte er selbst in großen Tiefen das letzte Restlicht einfangen und die Knochenringe im Auge gaben Stabilität gegen den Wasserdruck. Das weist darauf hin, dass Temnodontosaurier ähnlich wie Pottwale sehr tief tauchen konnten, um Beute zu jagen. Man hat bei einem sogar das Skelett eines kleineren Ichthyosaurus im Magen gefunden. Dadurch kann man auch felsenfest sagen, dass dieser Gigant nicht nur kleine Fische gefressen hat. Here is its stomach. And inside its stomach you can see these tiny little circular bones, which are the backbones, the vertebrae of a baby ichthyosaur. Es wurden von Ichthyosauriern aber auch andere Fossilien mit kleineren im Inneren gefunden. Dabei handelt es sich aber nicht um Beute, sondern um ungeborene Jungtiere, denn Ichthyosaurier gebaren wie Wale lebend. Ichthyosaurier waren Reptilien und atmeten demnach Luft durch ihre Lungen. Unter Wasser hätten sie deshalb niemals Eier legen können und durch ihren Körper, der auf einen rein aquatischen Lebensstil spezialisiert war, konnten sie auch nicht wie Schildkröten an Land. Deshalb gebaren sie ihre Jungen lebend. Als Jungtiere hatten sie vielleicht noch einige Feinde, aber ausgewachsene Exemplare der größeren Arten waren zu ihrer Zeit die unangefochtenen Könige der Meere. Das einzige Tier, welches für einen Temnodontosaurus eine Gefahr darstellte, war ein anderer Temnodontosaurus. Zumindest war das so für die meiste Zeit. Die jüngste Art, Temnodontosaurus trigonodon, bekam jedoch langsam Konkurrenz. Das ist im Übrigen die Art, von der die ganzen Skelette von vorhin stammen. Romaleosaurus, ein Verwandter der Pliosaurier, war zu dieser Zeit das einzige Tier, welches einem Temnodontosaurus gefährlich werden konnte. Pliosaurier gehören im Übrigen zu den Plesiosauriern und Romaleosaurus sah durch seinen langen Hals so aus wie eine Zwischenform zwischen Plio und klassischen Plesiosauriern. Er war aber lediglich ein Verwandter der Pliosaurier und kein Vorfahre. Echte Pliosaurier gab es zu dieser Zeit auch schon, sie hatten ihre bekannte Form aber noch nicht und erinnerten eher an andere Plesiosaurier. Romaleosaurus war der erste Plesiosaurier, der die Rolle eines großen Raubtiers einnahm und mit 7 Metern Länge größer als ein weißer Hai. Trotzdem stand er im Schatten des größeren Temnodontosaurus, für Jungtiere war er aber eine echte Gefahr. Und auch für einen ausgewachsenen Temnodontosaurus war er definitiv ein ernstzunehmender Nahrungskonkurrent.
Wie eben schon erwähnt, sind viele der Temnodontosaurus-Arten in Wahrheit wahrscheinlich eigene Gattungen. Doch nicht nur das, denn bereits bevor die Art damals Ichthyosaurus platyodon genannt wurde, wurde der Gattung der Name Proteosaurus gegeben, was allerdings in Vergessenheit geriet. Es könnte demnach sein, dass das der eigentliche Name des Tiers ist. Es gibt also gleich zwei Gründe dafür, dass wir den Namen Temnodontosaurus in Zukunft nicht mehr hören könnten. Wie es aber letzten Endes ausgeht, können wir noch nicht sagen. So, das war mein Video zum Temnodontosaurus. Wie hat es euch gefallen und was ist eure Meinung zu diesem Tier? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt, es zu lesen. Und damit verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen!